Hoffentlich sind die alle ungeschnitten. Ja, da steht ja drauf. Ich bin nur bescheuert. Das ist aber hier. Oh, hier der wieder. Und den habe ich jetzt auch mal wieder. Den kann ich endlich mal gucken. Und hier, das gucke ich mir mal an. Meine Fresse. Das ist. Boah. Das war ja schon filmanglerwürdig. Okay, Wasser hier. Scheiße. Willkommen zurück hier auf Dave's Movie Place. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir beenden den August mit einem Mystery-Paket von der lieben Roswitha. Ja, liegt schon einige Tage hier, weil es eigentlich mal wieder ausgemacht war, dass wir das zusammen aufmachen, aber ist mal wieder nicht Verlass auf den guten Herrn. Ich sage langsam nichts mehr dazu. Irgendwann ist Schluss. Ja, furchtbar. Aber kommen wir zurück zu dem Päckchen. Die liebe Roswitha hat mich angeschrieben und hat gefragt, darf ich, könnte ich, muss ich, ich würde dir gern ein Mystery-Paket zuschicken. Da habe ich gesagt, ja, wenn du das gerne möchtest, dann können wir das gerne so machen. Ich bedanke mich hier auf jeden Fall schon mal und ich denke mal, ich werde dir auch was zurückschicken. Sei denn, du schreibst jetzt, nee, um Gottes Willen, aber das können wir schon machen. Dann öffne ich jetzt mal hier dieses Päckchen und ja, mal gucken, wie lange ich heute dazu brauche. Gut, hier ist schon mal alles sehr schön. Wie nennt man es? Spoiler. Spoiler. Oh Gott, wie nennt man es? Ich komme gerade nicht auf das Wort. Spoiler. Anti-Spoiler-mäßig. Spoiler. Umgehung. Spoiler. Ich komme nicht auf das Wort. Auf jeden Fall ist alles so eingepackt, dass man sich hier nicht spoilern kann. Ja, da wird heute das liebe Anti-Spoiler-Tuch, was der liebe Filmonkel entwickelt hat, heute mal arbeitslos. Okay, dann nehmen wir hier mal den schönen Polster. Das ist ja schon wirklich eine Menge. Oh, Wahnsinn. Hier kann ich schon ein bisschen das Bein ablesen, aber ich gucke nicht drauf. Ja, ich habe bloß gesehen, von welcher Kollektion das ist und es freut mich jetzt schon wieder. Gut. Ach, nicht, dass ich noch damit anfangen muss. Ich habe zwar schon einen Teil aus dieser Kollektion, aber davon sind noch einige hier. Ja. Gut, wir fangen mal an von links nach rechts, von mir aus gesehen, von den DVDs zu den Blu-rays. Und hier steckt auch noch, ein dickes Wahnsinn. Oh, hier sind Slim-Hüllen, sehe ich gerade. Ganz. Seht ihr das? Solche übelsten Slim-Dinger. Ich weiß nicht, was es ist. Mal sehen. Oh. Gut. Aber vielleicht ist es irgendwas, was zusammenhängt. Vielleicht kann man das dann irgendwie gut in die Sammlung stellen. So, die erste DVD, wie wir rausziehen, ist Habermann, im Krieg stirbt die Unschuld zuerst. Oh, jetzt geht's wieder los. Das ist das, ganz ehrlich, das ist das, worum ich meine eigenen Mystery-Paket-Videos überhaupt nicht mag. Weil ich dann immer da stehe und sage, das kenne ich gar nicht, sagt mir nicht, muss ich mal angucken. Du Lappen! Ja. Ja, das ist natürlich, man kann nicht alles kennen, man hat auch nicht alles und trotzdem, ne, Discs sind einmal frei, da werde ich die anderen nicht checken müssen. Trotzdem, man hat nicht alles, aber trotzdem möchte man doch immer mal gerne ein bisschen was sagen können dazu und das kann man meistens nicht. Und von daher, ja, kommt natürlich hier auch alles auf den Stapel der Schande, auf den Stapel, den ich noch gucken muss, für weitere 5x5 Videos.
um was geht es denn hier? Das ist auf jeden Fall schon mal Zweiter Weltkriegsmäßig. Ja, Prädikat besonders wertvoll, hat es eine Auszeichnung, okay. Aber man, da kann mir vielleicht auch der gute Thorsten dazu was sagen. Der, das ist ja so ein bisschen sein Genre, auch vielleicht ein bisschen sein Jahrgang. Nee, um Gottes Willen, das ein bisschen jünger ist er schon, aber wer es weiß, bitte in die Kommentare. Ist auf jeden Fall ein Kriegsfilm über so ein, ja, Zweiter Weltkrieg. Ein Film von Juraj Herz. Mark Waschke, Karel Roden. Das klingt schon mal nach Tschechland. Nach Tschechischer Republik. So, vom ORF, FFF Bayern, oder auf jeden Fall auch ein deutscher Film. Oder deutscher Film mit tschechischen Hauptdarstellern, könnte ich mir vorstellen. Hat den Bayerischen Filmpreis gewonnen. Ja, das können wir ja in Deutschland, noch Historienfilme. Ja, das können sie so gut wie nichts anderes. So, kommen wir zur nächsten DVD. Das ist Die Akte mit Julia Roberts und Denzel Washington. Ja, das dürfte so ein Thriller sein. Polizeithriller, Agenten-Thriller, Spionage-Thriller, Hochspannung pur. Atemlose Verfilmung vom Bestseller, okay, von John Grisham, der auch schon Die Firma geschrieben hat. Oh, hier war die Disc locker. Sieht aber noch wunderbar aus. Wie immer, wenn ihr es wisst oder wenn ihr die Filme gesehen habt, in die Kommentare bitte. Damit kommen manche Filme vielleicht ein bisschen höher in der Skala auf dem Stapel der Schande, dass sie schneller geguckt werden. Was ist das? Denn zum Küssen sind sie da. Hat man schon sehr oft gehört. Und jetzt habe ich mal die Gelegenheit, mir den anschauen zu können. Geil. Mit Morgan Freeman. Das ist so und so ein wunderbarer Schauspieler. Und die hier sieht mir doch... Nee, Ashley Judd. Die sah mir ein bisschen bekannt aus. War sie auch dann doch nicht. Ja... FSK 16, schön alte hier, Paramount DVD, schick, sehr, sehr schick. So. Im Netz der Spinne, das ist schön, den hatte ich schon mal. Hab den auch sehr gut in Erinnerung, wieder einen Polizeithriller mit Morgan Freeman und hab mir auch letztens erst gedacht, Mensch, den hattest du mal, ich weiß, ich hatte den irgendwo im Keller und danach im Umzug hab ich ihn noch weggeschmissen oder weggetan, jetzt hab ich ihn wieder, das freut mich. Das ist schön. Hüllen werden natürlich geputzt. Das hat nichts mit den Leuten zu tun, die mir das schicken. Das ist einfach ein Tick von mir, dass wenn ich mir irgendwas Gebrauchtes hole, auch privat, da geht es mit dem, Fensterputz. Geht das da drüber und wird alles auf Hochglanz poliert. Dann sieht das wieder schön aus für meine Sammlung. Oh, scheiß da drauf, gell? Ist ein Tick von mir, hat mit niemandem irgendwie was zu tun. Das Remake von Assault on Pershing 13, das ist schön, da kann ich mir den auch mal angucken. Ich liebe ja das Original, obwohl ich jetzt eigentlich nie Ambition hatte, mir den an, beziehungsweise mir den in Sammlung zu holen, aber jetzt kann ich das doch mal tun. Hier mit Lawrence Fishburne und Ethan Hawke. Alright. Wer hat denn gedreht? Wer hat sich denn dem angenommen, etwas von Carpenter zu remaken? Das würde mich doch mal interessieren. Steht hier nicht wirklich da. Das ist schade. Steht hier im Booklet. Hier ist ein kleines Booklet. Das waren früher noch DVDs. Die hat noch ein Booklet. Heute musst du dazu ein Mediabook kaufen und dann sind meistens auch bloß Bilder drin. Hier sind bloß Stars. Filmografie. Nee, also ich finde hier nichts zum Regisseur. Naja, ich habe es bestimmt währenddessen schon gegoogelt und euch eingeblendet, bin aber trotzdem mal gespannt. Ja, auch wahrscheinlich auch auf den Soundtrack. War der hier ebenso geil wie im Original? Man mag es bezweifeln. So, hier haben wir eine rote Emery. Vampires Los Muertos. Da warte ich jetzt auf die Blu-ray-Auswertung, aber wie ich es gesehen habe, kommt der ebenfalls wieder nur im Mediabook. Hier, John Carpenter's Los Muertos. Der Film mit Bon Jovi. Den hatte ich auch damals schon mal gesehen, habe den auch sehr gut in Erinnerung. War erfreut, dass es jetzt endlich heißt, er kommt auf Blu-ray. Und ja, letztens wieder hier Mediabook. Ja, warten wir mal ab. Jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal die DVD, freue mich darüber. Lauflänge 90 Minuten, die FSK 16er Fassung. Muss ich mal abchecken, da muss ich mal auf Schnittberichte.dingens gucken. War auf jeden Fall geil, geiler Film, kann ich euch empfehlen.
Ramirez Los Verdes. Wieder ein Tommy Lee Wallens Regie. Strache und Carpenter. Ja. Hat er denn geschrieben oder was? Oder produziert? Wird schon irgendwie beteiligt gewesen sein. Die nächste, das ist ein Riesenpaket. Ruß wieder. Vielen Dank. Oakland Eastwood. Heartbreak Ridge. Oh, das sagt mir noch was. Oh, krass. Ab 18. Ab 18. Das darf schon noch gar nicht gucken. Dieses Ridge sagt mir irgendwas. Da verwechsel ich das gerade. Spielt auch 125 Minuten. Geil. Geil. Eastwood im Krieg. Und zwar in welchen? Im Koreakrieg. Oh, interessant. Ratatatatat. Und dann steht da. Ne? Klar, mit ein bisschen Blut. Ne? Und der steht in da und ratatatat. Einer kippt um. Der nächste ist in der ratatatat. Der nächste kippt um. Ratatatat. Koreakriegsfilme hier Vietnam und so, habe ich auch schon die besten der besten in der Sammlung. Gucke ich sehr gerne. Was heißt gerne noch? Man guckt halt. Sind auf jeden Fall krasse. Oh, Haus! Geil! Haus! Ach, was habe ich denn hier? Egal, am Ohr. Ist ebenfalls eine Reihe, wo ich nicht so ganz durchblick, welche, sogar mit Wendekörper, welche Fassung von welchem Label da wirklich ungeschnitten sind und welche man die sich holen kann. Hier steht es, ist sehr schön drauf. Uncut, Haus 4. Oh, sind da die anderen auch drin? Ja! Ja! Geil! Hier haben wir schon mal Haus 2. Oh, das freut mich übelst. Jetzt habe ich die endlich. Oh, sogar einen richtigen geilen Cover. Und da brauche ich gar keine Blu-ray-Auswertung vielleicht holen. Würde ich dann so und so bloß über Arrow-Video machen. Oh, das ist übelst geil. Geil. Krass. Geil. Krass. Wo ist wieder? Vielen Dank für die Hausreihe. Weiß nicht, ob Teil 3 hier noch. Ich spoilere mich nicht. Ich werde es ja dann sehen. Wenn nicht, hole ich mir den noch nach. Aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank für den überwiegenden Teil der Hausreihe. Von John S. Cunningham. Ja. Freitag der 13. lässt grüßen. So, ich packe mal hier rein. Das ist ein Steelbook von Cape Light. Oh, was ist das? Infestation. Nur ein toter Käfer ist ein guter Käfer. Oh, das könnte so Kreaturen, Creature Feature, Trash sein. Oder auch ernst gemeinter Horror, ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall interessant aus hier im Steelbook. Das blendet euch gerade übelst. Ein Blu-ray-Steelbook ab 16 Jahren. Der Film sagt mir gar nichts. Aber sieht auf jeden Fall mal nach was aus, was man sich angucken kann. Zwischendurch. Ein riesiger Partyspaß mit jeder Menge übergroßen Krabbeltierchen mit viel schwarzem Humor. Also auch Horror-Komödie. Auch schon mit Schutzhülle. Also das ist ein Paket. Wahnsinn. So, jetzt holen wir hier mal noch das. Oh, die glorreichen 7. Habe ich. Auf Blu-ray, aber Collection. Gab es da mehrere Teile davon? Das sagt mir gar nichts. Eigentlich müsste ich das wissen. Das ist schändlich für mich. Was haben wir denn hier? Die glorreichen 7. Die Rückkehr der glorreichen 7. Die Rache der glorreichen 7. Und der Todesritt der glorreichen 7. Also wenn das alles... Das wusste ich echt nicht. Also wenn die alle noch mit der Originalbesetzung gedreht wurden... Was ich mir nicht vorstellen kann, weil sonst wüsste ich das. Geil. Da bin ich auch jetzt bin ich auch mal gespannt. Das ist für mich komplett neu. 4 DVDs, 7 Stunden. Geil. Der erste Teil ist so ein geiler Western. Der ist dermaßen kurzweilig und unterhaltsam. Einfach nur klasse. Ne? Ist ja als amerikanische Interpretation von dem japanischen Klassiker, die 7 Samurai, den sie in Deutschland auch mal auf Blu-ray geben könnte, liebe Labels. Ich weiß nicht, wer den unter Verdacht hat. Oh, jetzt kann ich den auch endlich mal gucken. Der wird ja auch immer oft genannt und gelobt und über alles. Ja, mit Peter Falk, Columbo hier. Eine Leiche zum Dessert. So eine, ich gehe mal davon aus, so eine Detektivkomödie. Ab FSK 12. Sehr schön, kann ich mir den mal angucken. Murder by Death. Un cadavre au dessert. In video a scena con delizio. Hier lernt man noch was. Ganz besonders ich. So, ich winkel das mal hier ein bisschen an, dass das nicht umkippt. Die nächste. Oh, das ist Sindbad. Ray Harryhausen. Ja,
Habe ich früher immer Sonntagnachmittag geguckt. Ah, das ist eine UK-DVD. Das macht aber überhaupt gar nichts. Nö. Languages, ach, Deutsch ist ja sogar deutscher Ton drauf. 14. Ich glaube, das ist sogar der, der jeden Sonntagnachmittag irgendwo auf Kabel 1 lief. Sindbad. And the Eye of the Tiger. Geil. Das ist auf jeden Fall, ich habe ja letztens einen Kommentar unter einem Video beantwortet. Da hat mich jemand gefragt, was hast du denn von Ray Harryhausen in der Sammlung? Ja, der Erfinder und der Wegweiser der Stop-Motion-Effekte. Und da habe ich mal gegoogelt, was er so alles gemacht hat und musste feststellen, dass ich überhaupt nichts von ihm in der Sammlung habe. Obwohl ich natürlich seine Werke kenne. Und wie ich hier gerade sehe, geht es weiter mit Sindbad. Sindbads gefährliche Abenteuer. Das ist doch, das könnte sogar eine kleine Fortsetzung davon sein. Da mache ich mich mal schlau drüber. Manch einer möge jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber wie schon vorher gesagt, man kann ja nicht alles kennen. Ne? Man kann nicht alles kennen, zumindest man kann nicht alles in der Sammlung haben. Ja, ich gucke hier nach einem Warner, nach einem Warner-Cover, nach einem Wendy-Cover. Aber es ist von Sony, hat leider keins. Schade. Dann, oh, Kampf der Titanen. Das sieht doch von den Kreaturen her auch schon wieder nach Ray Harryhausen aus. Also die Szene habe ich auf jeden Fall in Erinnerung. Das weiß ich sogar. Die habe ich sogar damals bei meinem Opa gesehen. Wo hier dieser Medusa den Kopf abschlägt. Dann weiß ich noch, da hat sich mein Opa damals übelst gefreut. Geil. Jetzt kriege ich wohl hier die ganzen originalen Sindbad-Filme in der Sammlung. Das ist ja übel. Ach, hier geht es gleich weiter. Geil. Jason und die Argonauten. Argonauten natürlich auch sehr schöne Anspielung auf ein anderes Game hier auf YouTube. Ja, die lieben Nauten. Geil. Cool. Kann ich mir sowas mal angucken? Ey, wenn ich das hier sehe, da kann ich, das reicht ja schon wieder für ein komplettes 5x5. Hier hast du ja schon wieder ein Thema zusammen. Aber wenn es bloß 4 sind. Oh, hier wird es noch übelst geil, Leute. Der 6. Kontinent auf DVD hier von dieser Creature Feature Kollektion von Koch. Auf der DVD. Geil. Ich habe ja davon die Nummer 1 hier, William Shatner. Da oben steht er, 77. Mörderspinnen, genau. Jetzt habe ich hier die Nummer 7. Ach, nicht, dass ich noch damit anfange. Weil das sind echt geile Filme dabei, wirklich. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Oh, mit Peter Cushing. Oh. Bum, 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 bum. Edgar Rice Burroughs. Geil. Sogar UVP, das muss man mal bedenken. Hier ist noch was, OVP. Hoppala. Die erste Fahrt zum Mond. Das ist aber nicht der von 1902. Nee, von Ray Harryhausen. Also hier wäre ich ja beglückt mit seinen Werken. Geil. Also da wird auf jeden Fall, da reicht es für ein 5x5 auf jeden Fall. Hier unter OVP, sehr schön in einer Schuber-Edition. Hier habt ihr mal die Stelle scharf, die Kriebel. Geil. Da kommt auf jeden Fall was. Aber erstmal kommt hier das, woran ich gerade arbeite. Habt ihr es inzwischen erraten, was es sein könnte? Jeder Film kommt aus einem Mediabook. Oh, das ist aus der Hammer-Kollektion. Meine Fresse. Also, hier muss ich auf jeden Fall mich erkenntlich zeigen, was zurückschicken. Das sind wir jetzt diese ganzen Slim-Dinger aus der Hammer-Kollektion. Ich wäre verrückt. Ich wäre verrückt. Demons of the Mind. Haben die Wendy-Cover? Wenn sie schon in der Slim sind, haben wenigstens Wendy-Cover. Kriege ich das in eine normale reingesteckt? Nee, dann sieht es komisch aus. Ach, warum macht man sowas? Studio-Kanal, Mensch, was ist denn mit euch los? Schlechten Montag gehabt oder was? Geil. Ey, da freue ich mich wahnsinnig. Das sind so geile Perlen dabei. Straight on till morning. Das ist richtig geiles Grusel-Kino, so wie ich es mag. Oldschool. Ja. Wahnsinn. Oh, das sieht schon geil aus. Tear of the Night. Nee, Fear in the Night. Entschuldigung. Übelst geil. Übelst geil. Dr. Jekyll und Sister Hyde. Cool. Richtig geil. Und hier Horror of Frankenstein. Das ist doch der, den ich doch letztens erst erwähnt hatte, von 1970. Der mit der richtigen, genau.
Jetzt kann ich den auch mal sehen, dass er ja. Also. Wahnsinn. Hier schon mal, ich bin noch nicht mal fertig. Auch vielen, vielen Dank für dieses gedankenvolle Mystery-Paket. Auch wenn nichts zu essen drin ist. Aber ist ja egal. So, hier kommen wir. Hoppala, hier kommen wir noch zu einem Steelbook. In einem Plastikstülpi, wie es der Alex immer sagt. Da hast du recht. Ein atemloses Braveheart-mäßiges Blutbad. Kenn ich nicht. Iron Clad. Bis zum letzten Krieger. Ist auf jeden Fall auch was, was ich ab und zu mal angucke. Na, man, ich mag ja auch die Game of Thrones Dinger, obwohl die noch ein bisschen mehr Fantasie innehaben. Ja, die Bilder hinten drauf sind ein bisschen unscharf, aber das hat ja dann mit dem Film nichts zu tun. Und das ist ein Blu-ray Steelbook. Der Film ist ab 16. Ja. Kommt von Universum Film. Die vertreiben ja eigentlich auch keinen Mist. Also sehr schön. Kompromisslos, brutal und unbarmherzig realistisch. Wer hat denn gedreht? Kann man das hier irgendwo? Regie? Jonathan English. Ist doch nicht. So, und wir kommen zum letzten. Königreich der Himmel, Kingdom of Heaven. Director's Cut mit Orlando Bloom. Ein Film von Ridley Scott. Das verspricht nichts Langweiliges. Ridley Scott, ne? Director's Cut, 45 Minuten mehr Film, hier noch auf einer richtig alten Blu-ray-Auflage. Warum sage ich das? Weil hinten noch das alte FSK 16-Logo drauf ist, genauso wie auf der Disc. Solche Blu-rays sind wirklich extrem selten, weil ja auch. Wann kam die Blu-ray hier so ein bisschen nach Deutschland? 2007. Und Oktober 2008 hat man dann schon angefangen, die großen FSK-Kennzeichnungen vorne anzubringen. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch, da war ich an dem Tag im Saturn und habe mich gewundert, warum das jetzt auf einmal alles so hässlich komisch aussieht. Boah, geil. Ich bin durch. Wahnsinn. Also, was hier in die Sammlung gekommen ist, ist wirklich ein Haufen neue Überraschungen. Ja, diese glorreiche 7-Box, ne, das hat mich wirklich überrascht, damit habe ich nicht gerechnet. Und es ist jetzt nicht alles bündig, aber ihr habt ja schon alles gesehen. Also hier ein Wahnsinnsstapel, der da wieder auf die Säule der Schande kommt. Mein Gott, man wird gar nicht fertig mit gucken. Ey, das reicht für September, Oktober, November. Meine Güte. Roswitha, ich schicke dir was zu, ich zeige mich da erkenntlich, weil so geht's nicht. So geht's nicht. Das ist der Wahnsinn. Übelste Bereicherung für die Sammlung hier. Das ist dieses Hammerzeug und diese ganzen Ray Harryhausen Filme. Wahnsinn. Vielen Dank. Wie immer, schreibt alles gerne in die Kommentare. Das war's. Morgen. Morgen ist der 1. September und es gibt das Update-Video für den August. Und da gibt's ja eine ganz besondere Überraschung, möchte ich mal sagen. Gut. Dann war's das von mir an der Stelle. Bis morgen. Bleibt schön gesund bis dahin. Werdet nicht krank. Und ja, macht's gut. Euer Dave von Dave's Movie Blade.